Es war ein Spiel voller Leidenschaft. Die Handballmänner vom SC DHFK Leipzig besiegten in ihrem Heimspiel die SG BBM Bietigheim mit 39:32. Und das, obwohl beide Mannschaften das Spiel auf Augenhöhe begannen. Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber danach haben wir immer mehr zu unserer Abwehr gefunden und sind dadurch Konter, leichte Tore einmal gemacht. Und das war ziemlich gut. Uwe hat uns darauf eingestellt, dass wir halt schnell spielen müssen. Und ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit 20 Gegenstöße mit der zweiten Welle. Und Bietigheim läuft halt nicht so gut zurück wie wir. Und das war halt unsere Chance, weil im Positionsangriff haben wir uns ein bisschen schwer getan. Und deswegen braucht man die Konter. Wir wussten, dass sie eine aggressive 3-2-1-Deckung haben. Wir spielen ja im Training auch oft gegeneinander eine offensive Deckung. Vielleicht war das ein kleines Plus. Im Grunde hatten wir einen sehr, sehr schlechten Rückzug, haben sehr, sehr viele einfache Tore von Leipzig zugelassen, haben auch die Aggressivität in den 1-gegen-1-Situationen vermissen lassen, zu viele Würfe ohne Kontakt zugelassen und auch in der Vorwärtsbewegung waren wir nicht entscheidend genug, nicht entschlossen genug. Und die Struktur im Positionsangriff war auch nicht die, die wir eigentlich imstande sind anzubieten, sodass das Gesamtpaket im Handballsport einfach heute nicht gestimmt hat. Während des Spiels gab es immer wieder hart umkämpfte Szenen auf dem Feld. Ein offener Schlagabtausch entstand. Kurz vor dem Ende der Partie wurde René Wagner sogar mit einer roten Karte vom Feld geschickt. Da ist ein bisschen Hektik reingekommen, weil René den einen im Gesicht trifft, unglücklich. Und ja. Ich wollte blocken und er ist auf mich draufgerannt und habe wahrscheinlich auch ein bisschen getroffen, aber mehr ist nicht passiert. Und er ist dann ein bisschen ausgeflippt, keine Ahnung warum. Dafür habe ich dann rot bekommen. Fand's auch nicht so ganz glücklich, aber naja. Ist Handball passiert und jetzt haben sich alle wieder gern. Auch wenn Handballer nicht lange nachtragend sind, können solche Szenen auch ganz schnell spielentscheidend werden. Ja, in so einer Situation ist gefährlich, ne? Wenn man alles im Griff hat und das Spiel einigermaßen ruhig ist und dann sowas reinkommt, kann das auch mal nach hinten losgehen. Aber meine Jungs hier haben das gut gelöst und haben noch einen draufgelegt. Das war gut.